بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, der erste jetzt in diesem Jahr 2024. Und wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, auch gleich unsere Reihe fortsetzen über unsere Reise ins Jenseits. Wir hatten in unserem letzten Unterricht angefangen gehabt, über den Zustand der Gläubigen am jüngsten Tag zu sprechen und hatten uns in der letzten Einheit dem Hadith beschäftigt gehabt, über die sieben Menschengruppen, welche am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen werden, an jenem Tag, wo es keinen anderen Schatten geben wird, als seinen Schatten. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der in der Anbetung Allahs aufwächst, zwei Personen, welche sich in Allah lieben, sich so getroffen haben und so wieder auseinandergehen, eine Person, deren Herz gebunden ist in der Moschee, ein Mann, der von einer Frau verführt wird, die eine hohe Stellung hat und die von gewaltiger Schönheit ist und daraufhin spricht, ich fürchte Allah, eine Person, welche mit spendet und die Spende geheim hält, sodass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand gespendet hat, und die Nummer 7, eine Person, welche sich allein zurückzieht, Allahs gedenkt und daraufhin anfängt zu weinen. Das sind die 7, welche am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen werden. Sind das jedoch die einzigen, welche eine herausragende Stellung am jüngsten Tag haben werden? Nein. Wir haben unterschiedliche Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns über weitere Personengruppen berichtet, welche am jüngsten Tag eine herausragende und gute Stellung haben werden. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir genau über diese weiteren Gruppen sprechen. Weil es geht am Ende worum? Es geht am Ende darum, meine lieben Geschwister, dass wir nicht einfach nur das hören und schön finden und staunen, sondern es geht am Ende darum, dass wir versuchen, in die Fußstapfen dieser Menschen zu treten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet uns davon, damit wir uns motiviert fühlen, genau diese Taten in unserem Leben umzusetzen, diese Taten zu verwirklichen in unserem Alltag, damit wir am jüngsten Tag diese Stellung mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala erlangen werden. Und eine weitere Gruppe, welche am jüngsten Tag eine herausragende Stellung haben wird und der Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls einen Schatten spenden wird an jenem Tag, ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, gleich in mehreren Überlieferungen, eine Person, welche einem anderen Menschen Geld geliehen hat und diesem Menschen daraufhin Aufschub gewährt oder sogar die Schulden komplett erlässt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte folgendes: Man anzara mu'siran wudi'a an aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli. Wer jemandem Aufschub gewährt, der in eine Notlage geraten ist. Ganz wichtig. Ein Mu'sir ist jemand, der in eine Notlage geraten ist. Es geht nicht um jemanden, der seine Schulden zurückzahlen kann, aber sie nicht zurückzahlen möchte. Darum geht es nicht. Davon gibt es leider auch viele, welche sich davor drücken, ihre Schulden zurückzuzahlen. Das ist etwas, was wiederum eine Sünde ist und was Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht vergeben wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wer das Geld der Menschen nimmt, um es zurückzuzahlen, dem wird Allah ta'ala dabei helfen, es zurückzuzahlen. Man akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adallahu an. Also wenn du die Absicht hast, es wirklich zurückzuzahlen, dann wird dir Allah Ta'ala einen Weg geben, dass du es auch zurückzahlen kannst. In irgendeiner Weise. Selbst wenn es dann am Ende so ist, dass diese Person dir die Schulden erlässt.
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. Wer aber Geld leiht, um es dann zu behalten, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala verloren gehen lassen. Von Itlaf, ins Verderben führen. Etlafa Shay heißt ins Verderben führen. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird diese Person ins Verderben führen. Warum? Weil sie nämlich das Geld, was sie genommen hat, ebenfalls von dieser Person genommen hat, sodass sie es nicht wieder benutzen kann. Darum geht es in diesem Hadith nicht. In diesem Hadith geht es um eine Person, die wirklich nicht zurückzahlen kann, die Schwierigkeiten hat, die in eine Notlage geraten ist. Sie hatte eigentlich die Absicht, das Geld zurückzuzahlen, aber schafft es nicht, bittet um Aufschub. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer solch eine Person, die in einer schwierigen finanziellen Lage ist, Aufschub gewährt oder ihm sogar die Schulden komplett erlässt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag Schatten geben. Warum? Weil das nämlich eine Form von Spende ist. Und es ist eine Form von Unterstützung eines bedürftigen Menschen. Das ist eine positive Tat. Das ist eine gute Tat. Eine Tat, nach der der Muslim streben sollte. In einer anderen Version dieser Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man naffasa an gharimihi au maha anhu kana fi dhillil arshi yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Wer es seinem nicht Gläubiger, sondern Schuldner erleichtert oder sogar seine Schuld tilgt, den wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag im Schatten des Thrones sein lassen. Allahu Akbar. Alles, was du tust, bekommst du zurück, ob im Guten oder im Schlechten. Und der Islam erlehrt uns immer diese guten Taten, subhanallah, diese schönen Taten. Und es gibt eine sehr schöne Überlieferung bei Bukhari und Muslim diesbezüglich. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es von Abu Huraira überliefert wird: Kana rajulun yudayinun nas. Es gab einen Mann, der hat immer wieder Menschen Geld geliehen. Fakana yaqulu li fatah. Er sagte dann zu seinem Jungen, also der für ihn gearbeitet hat: Idha atayta mu'siran tajawaz anhu. Wenn du zu jemandem kommst, der in einer finanziellen Notlage ist, dann erlass ihm die Schulden. لعل الله أن يتجاوز عنا. Vielleicht wird Allah ebenfalls über unsere Sünden hinwegsehen, genauso wie wir über seine Schulden hinweggesehen haben. فلقي الله فتجاوز عنه. Und er traf auf Allah, woraufhin Allah ihm vergeben hat und über seine Sünden hinweggesehen hat. Subhanallah. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Ist nicht die Vergeltung für die Güte, nicht die Güte? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er gesagt? Er sagte: Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Der Allerbarmer wird sich derer erbarmen, die barmherzig sind. Subhanallah. Immer entsprechend deiner Tat bekommst du das zurück von Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Erbarmt euch derer, die auf Erden sind, auf dass sich euer derjenige erbarmt, der im Himmel ist. Bist du barmherzig gegenüber den Geschöpfen Allahs, wird der Allerbarmer auch dir gegenüber barmherzig sein. So einfach ist das. Selbst bei kleinen Taten, die man vielleicht gar nicht als große Tat ansieht, kann es sein, dass Allah Ta'ala dir vergibt. Einmal ging eine Frau, die Prostituierte war, zu einem Brunnen, um aus diesem Brunnen zu trinken. Und sie schöpfte Wasser aus dem Brunnen mit dem Eimer, trank und wollte wieder gehen, sah jedoch dann einen Hund am Brunnen, der fast verdurstet wäre, und hechelte, weil er solch einen Durst hatte. Hat daraufhin Wasser genommen aus dem Eimer, in ihren Stiefel gegossen und dem Hund zu trinken gegeben. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ihr vergeben hat. Das, obwohl sie große Sünden begangen hat.
hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr vergeben, weil sie einem Geschöpf, einem Lebewesen etwas zu trinken gegeben hat. Subhanallah. Und das ist die erste Gruppe, über die wir heute gesprochen haben. Menschen, die bereit sind, anderen zu vergeben, wenn es um Schulden geht. Schulden zu erlassen für Allah subhanahu wa ta'ala. Eine gute Tat bei Allah ta'ala. Dann das nächste, dass ich mich nämlich um die Angelegenheit meines bedürftigen Bruders kümmere. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das in vielen Überlieferungen hervorgehoben, diese Tat, dass ich mich einsetze für meinen Bruder, für meine Schwester. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi al-qiyama. Wer von einem Gläubigen ein Unglück von den Unglücken des Diesseits nimmt, von dem wird Allah ein Unglück von den Unglücken des Jenseits nehmen. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Und wer es jemandem erleichtert, der sich in einer schwierigen Lage befindet, dem wird es Allah in der Dunya und im Akhira erleichtern. Subhanallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auf, nicht erst im Akhira wirst du deinen Lohn für solch eine Tat bekommen, sondern schon in der Dunya. Wird dir Allah subhanahu wa ta'ala in einer Notsituation jemanden schicken, der an deiner Seite steht, wo du es vielleicht gar nicht erwartet hast. Und im Akhira so und so. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Und wer einen Muslim bedeckt, auf verschiedene Weise, bedeckt, indem er ihm Unterstützung gewährt, damit er nicht seine Hand ausstrecken muss. Oder bedeckt, indem er eine Sünde bedeckt hält, die er begangen hat. Das heißt, ich stelle ihn nicht bloß. Was ist mit solch einer Person? Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, dem wird Allah in der Dunya und im Akhira bedecken. Subhanallah. In der Dunya wird Allah ta'ala ebenfalls eine Sünde, die du begangen hast, geheim halten, sodass du nicht bloßgestellt wirst. Und im Akhira wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünden ebenfalls geheim halten. Oder Allah ta'ala, er wird dich bedecken im Sinne von, dass du deine Hand nicht ausstrecken musst. Weder in der Dunya noch im Akhira. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah steht an der Seite des Menschen, des Dieners, des Knechtes, solange dieser Knecht an der Seite seines Bruders steht. Ihr seht immer wieder dasselbe Prinzip. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Die Vergeltung ist immer entsprechend was? Der Tat, die du verrichtet hast. Wenn sie gut war, dann ist die Vergeltung gut. Wenn sie schlecht war, dann ist die Vergeltung ebenfalls schlecht. Subhanallah. Und deswegen, ja, ganz, ganz wichtig, ja, wenn ich möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir am jüngsten Tag hilft, beisteht, mich unterstützt, dann sollte ich immer für die Belange der Menschen da sein, für die Belange meiner Brüder da sein. Und heutzutage, subhanallah, haben wir so viele Möglichkeiten. Eigentlich hat man immer die Möglichkeit, an der Seite eines Menschen zu stehen. Du hast immer die Möglichkeit, Allah Ta'ala eröffnet dir immer wieder Möglichkeiten, dass du genau diese Ibadah vollziehen kannst, sodass du am jüngsten Tag unterstützt wirst von Allah Subhanahu Wa Ta'ala und Allah Subhanahu Wa Ta'ala dich am jüngsten Tag bedeckt hält. Kommen wir zu der nächsten Personengruppe. Und zwar handelt es sich um die Märtyrer. Die Märtyrer und die Murabitun, jene, welche auf dem Wege Allahs wachen. Und sie haben eine besondere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Auch am jüngsten Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte folgendes. لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ. Ein Märtyrer hat bei Allah subhanahu wa ta'ala 6 Eigenschaften. يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَ. Ihm wird direkt vergeben, sobald er stirbt.
وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ Und er sieht direkt seinen Platz im Paradies. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Und er wird vor der Strafe des Grabes geschützt. وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ Und er wird geschützt vor der gewaltigen Angst am jüngsten Tag, der die Menschen ausgesetzt sein werden. وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ Und er wird auf seinen Kopf die Krone der Ehre gesetzt bekommen. الْيَقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Ein einziger Juwel dieser Krone ist besser als die gesamte Dunya und was in ihr ist. Nur ein Juwel dieser Krone. Allahu Akbar. Was ist das für eine Krone? Subhanallah, kann man sich nicht vorstellen. Und dann, وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ Und er bekommt 72 von den Hur al-'Ayn und heiratet sie. وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ Und er kann für 70 seiner Verwandten Schafa'a machen. Für 70 seiner Verwandten kann er Fürsprache machen. All das bekommt was? All das bekommt der Shahid. Shahid hat bei Allah subhanahu wa ta'ala eine unglaubliche Stellung am jüngsten Tag. Und es reicht schon aus, dass er jetzt in diesem Moment, wo alle anderen verstorben sind, lebendig ist. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Glaubt nicht, dass jene, welche auf dem Wege Allahs getötet wurden, tot sind. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Vielmehr sind sie was? Lebendig bei Allah. Und sie werden versorgt. Wo befinden sich denn ihre Seelen? Wir hatten das schon einmal erwähnt gehabt. Wo befinden sich die Seelen der Märtyrer? An welchem Ort? Bevor sie dann endgültig das Paradies betreten werden. An welchem Ort befinden sich die Seelen der Märtyrer? Weißt du es? Hatten wir gesagt gehabt. Ja. Ja, im Bäuchen von grünen Vögeln, welche durch das Paradies fliegen, subhanallah. Das heißt, sie sind nicht direkt im Paradies, aber sie befinden sich im Bäuchen von grünen Vögeln. Allahu a'lam. Ja, der Prophet sagt das so, mehr als das können wir nicht sagen. Das ist Raib. Das ist was? Verborgenes Wissen. Wir müssen das einfach eins zu eins so nehmen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns das gesagt hat. Und sie fliegen in diesen Vögeln durch das Paradies. Subhanallah. Eine gewaltige Stellung. Und das ist etwas, was ja uns auch Geduld und Standhaftigkeit gibt, gerade in diesen Zeiten. Wenn wir sehen, dass tagtäglich Hunderte von Menschen, subhanallah, zu Unrecht ihr Leben verlieren, getötet werden, ermordet werden, massakriert werden. Erst vorgestern, ich habe das gepostet, subhanallah, ja, ein lieber Bruder aus Berlin, ja, hat drei seiner Töchter verloren, subhanallah. Und auch noch seine Mutter verloren und seine Enkel verloren. Wunderbare Menschen, wallahi, wunderbare Menschen, die immer offen waren, die sich immer für den Dialog eingesetzt haben. Und einfach so, subhanallah, werden sie einfach ermordet. Das sind Menschen, die Allah Ta'ala auszeichnet. Es tut weh in unserem Herzen, aber Allah Ta'ala, er zeichnet diese Menschen aus. Und das haben die Sahaba radwanullahi alaihim verstanden. Deswegen waren sie bereit gewesen, sich einzusetzen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dieses Prinzip der Shahada in unserer Religion ist ein edles Prinzip, für das wir uns nicht verstecken müssen oder schämen müssen. Es hat nichts mit Extremismus zu tun, nichts mit Terror zu tun. Es geht hier um was? Es geht hier um Menschen, welche sich für die Wahrheit einsetzen und welche aufgrund dessen ihr Leben verlieren. Aus keinem anderen Grund, so wie wir das gerade auch in Philistrien und an anderen Orten dieser Welt erleben. Tagtäglich, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Und das, was uns Trost gibt, ist, dass wir wissen, dass diese Menschen, insha'Allah, bei Allah subhanahu wa ta'ala, Shuhada sind und dementsprechend nicht gestorben sind. Wallahi, vielmehr ist das Gewissen dieser Welt gestorben, dass die Menschen noch 100 Tage fast, seit 100 Tagen
immer noch zuschauen, nichts dagegen tun und immer noch sagen, dass Selbstverteidigung, was ist das für eine Selbstverteidigung? Allahu Akbar. Wenn wir das aufrechnen mit Zahlen, ja, was ist das für eine Selbstverteidigung? Das hat mit Selbstverteidigung nichts zu tun. Das ist ein Genozid, das ist eine ethnische Säuberung. Nach allen Maßstäben, die wir haben. Und die Welt schaut zu und lässt ja, das gewähren und lässt dieses Unrecht zu. Und tagtäglich sterben Menschen. Aber subhanallah, solch eine Standhaftigkeit, wie wir sie in Gaza gesehen haben, haben wir so sehr, sehr selten gesehen. Sehr, sehr selten gesehen, subhanallah. Ja, dass Menschen so standhaft sind. Nach so vielen Shuhada, so vielen Toten, immer noch sagen, wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Wir bleiben fest und wir halten an unserem Recht fest, dass das unser Land ist und wir lassen uns nicht vertreiben. Das kann nicht jeder, subhanallah. Das ist mit viel Iman verbunden. Weil wenn du tagtäglich, allein wenn wir diese Bilder sehen, ertragen wir das nicht, subhanallah. Wir können diese Bilder nicht ertragen, die wir tagtäglich über Instagram geschickt bekommen, können wir nicht ertragen. Heute hat mir meine Frau ein Video gezeigt, ein 10-jähriger Junge sammelt die Eingeweide, ich weiß nicht von wem, von seinen Verwandten ein, so mit der Hand. Er sammelt sie ein. Ein 10-jähriger Junge. Ein 10-jähriger muss die Eingeweide, weiß ich nicht, seines Verwandten, ich weiß nicht, wer das ist, ja, das sind nur noch Eingeweide, nur noch ein Haufen Eingeweide, sammelt sie, damit er sie vielleicht noch begraben kann. Wo hat man so etwas gesehen? Subhanallah. Kann sich das kaum vorstellen. Aber wie gesagt, diese Menschen, sie leben wirklich. Wir sind tot. Schon längst. Wir haben unser Leben schon längst verloren. Das ist das wahre Leben. Das Leben der Freiheit. Das Leben, wo man sagt, nein, wir bleiben standhaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern dort beistehen. Amin, ya Rabbil Alamin. Und unser Trost ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen annimmt bei sich und sie auserwählt hat. Wallahi, Allah ta'ala, er hat sie auserwählt. Nicht jeder bekommt die Shahada, seid euch dessen sicher. Nicht jeder hat die Ehre, als Shahid zu sterben. Es gibt viele Menschen, die sich das wünschen, als Shahid zu sterben, aber sterben nicht als Shahid. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Menschen auserwählt. Dass sie als Shuhada sterben dürfen. Das darf nicht jeder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle den Weg der Shahada gehen lassen. Amin, ya Rabbil Alamin. Über den Ribat sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes. Was heißt Ribat? Ribat bedeutet, dass ich auf dem Wege Allahs Wache schiebe. Das heißt, ich bewache einen Grenzposten von den Grenzposten des Islam. Ich bleibe in der Nacht wach und bewache die Truppe als Beispiel. Und das mache ich freiwillig, nicht gegen einen Sold, ja, sondern ich mache das freiwillig auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Und bin bereit, auf meinen Schlaf zu verzichten, auf meine Bequemlichkeit zu verzichten, auf meine Ruhe zu verzichten, nur damit ich etwas für die Gemeinschaft tue. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt über diesen Ribat, Ribatu yawmin khayrun min siyami dahrin. Allahu Akbar. Der Ribat für einen einzigen Tag ist besser als das Fasten des ganzen Jahres. Und wer als Murabit auf dem Wege Allahs stirbt, amina min al-faza'il akbar, der wird geschützt vor der gewaltigen Angst am jüngsten Tag. وَغُدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجْرِ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهِ. Und sein Rizq, ja, wird ihm am Morgen gebracht und er bekommt den Duft vom Paradies und er bekommt den Lohn eines Murabits, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn auferstehen lässt. Das sind gewaltige Stellungen, die man sich kaum vorstellen kann. Und was lernen wir daraus, meine lieben Geschwister? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Umso mehr dein Einsatz für die Gemeinschaft ist und so größer dieser ist, desto größer ist auch dein Lohn. Das ist etwas, was wir mitnehmen aus all diesen Gruppen, über die wir gerade gesprochen haben. Ja? Da ist jemand,
der erlässt jemandem anderen seine Schulden. Er hält dementsprechend seinen Lohn bei Allah. Jemand anderes ist bereit, sich für einen Bedürftigen einzusetzen. Er hält seinen Lohn bei Allah. Hier, bei einem Shahid, einem Murabit, geht es um die gesamte Gemeinschaft. Und dementsprechend ist dein Lohn noch größer. Und es gibt eigentlich keinen größeren Lohn, als dass ich bereit bin, mich zu opfern auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen auch dieser extreme Vergleich unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagt, dass ich einen einzigen Tag auf dem Wege Allahs Wache schiebe, ist besser, als dass ich ein ganzes Jahr durchfaste. Warum? Weil wenn ich faste, tue ich das nur für mich. Das Fasten ist eine edle Handlung, gar keine Frage, für die du großen Lohn bekommst. Aber am Ende, wenn du fastest, wer trägt Nutzen davon? Wer trägt Nutzen von einem Fasten? Nur die Person selbst. Die Gemeinschaft hat keinen Nutzen davon, überhaupt nicht. Die Gemeinschaft profitiert von dem Fasten nicht. Aber wenn ich Ribat auf dem Wege Allahs mache und mich einsetze auf dem Wege Allahs, wer profitiert davon? Ich? Nein, ich profitiere davon überhaupt nicht. Sondern wer profitiert davon? Die Gemeinschaft profitiert davon. Und deswegen hat es solch einen gewaltigen Lohn. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen halten, meine lieben Geschwister. Wenn ich eine hohe Stellung bei Allah haben möchte, dann muss ich bereit sein, etwas für die Gemeinschaft zu opfern. Wenn wir uns mal anschauen, wo die Sahaba radwanullahi alaihim alle gestorben sind, dann sehen wir, dass ein Großteil der Sahaba nicht in Mekka oder Medina verstorben ist, sondern an irgendwelchen anderen Orten. Warum? Obwohl doch in Mekka und Medina jedes Gebet um ein Vielfaches mehr wert ist. In Medina 1000-mal mehr wert als in einer normalen Moschee. In Mekka 100.000-mal mehr wert. Warum sind nicht einfach die Sahaba dort geblieben und haben Ibadah gemacht und gesagt, Alhamdulillah, wir befinden uns an diesen gesegneten Orten und bleiben hier? Weil sie wussten, es gibt Taten, die noch eine höhere Stellung haben, als dass ich in Mekka oder Medina bete. Weil das Gebet in Mekka und Medina, das kommt nur mir allein zugute. Keiner profitiert davon. Aber mein Einsatz auf dem Wege Allahs, der kommt der gesamten Gemeinschaft zugute. Und dementsprechend handelt es sich hierbei um eine wichtigere und bessere Tat. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu warda. Er war schon über 80 Jahre alt gewesen, als in der Zeit von Yazid ibn Muawiyah sie eine Armee zusammenstellten, welche Konstantinopel einnehmen sollte. Die Sahabe hatten diesen Hadith gehört von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie eines Tages Konstantinopel einnehmen werden. Und dementsprechend wollten sie Konstantinopel einnehmen. Und Abu Ayyub al-Ansari, der Medinenser war, er sagte, ich werde mich beteiligen. Sie sagten, oh Abu Ayyub, du hast schon genug getan für den Islam. Ruh dich aus, du bist ein alter Mann, du kannst hier in Medina bleiben. Und er meinte, nein. Allah Ta'ala, er sagt im Koran, infiru khifafan wa thiqala, rückt hinaus, leicht und schwer. Und er hat das interpretiert mit jung und alt. Und ich kann noch hinausziehen, also werde ich mit hinausziehen. Und er sagte dann, sollte ich sterben unterwegs, dann bestattet mich an dem Ort, zu dem ihr am weitesten gelangt, dem entferntesten Ort von Medina. Eigentlich müsste man ja sagen, er würde gerne in Medina sterben, weil der Prophet gesagt hat, wer von euch in Medina sterben kann, der soll in Medina sterben, da ich für ihn was machen werde, Schafa'a. Aber Abu Ayyub al-Ansari, er wollte sehr weit entfernt von Medina sterben, weil er wusste, um was es geht, um was dieser Einsatz auf dem Wege Allahs für eine Stellung bei Allah hat. Und deswegen, heute ist sein Grab in Istanbul. Weil nachdem dann Konstantinopel erobert wurde von Mohammed al-Fatih, haben sie dann seine Überreste genommen und nach Istanbul gebracht. Und heute ist ein ganzer Bezirk nach ihm benannt. Dass jeder, der nach Istanbul geht und in diesen Bezirk geht und zur Moschee von Abu Ayyub al-Ansari sich fragt, warum liegt hier ein Sahabi begraben, tausende Kilometer entfernt von al-Madina al-Munawwara? Man weiß, ah, das ist der Weg der Sahabe gewesen und das sollte auch mein Weg sein. Einsatz für die Gemeinschaft.
Einsatz auf dem Weg Allahs. Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, überleg dir ganz genau, was ist dein Einsatz auf dem Weg Allahs? Was ist das, was du der Gemeinschaft gibst? Was ist das, was du bereit bist zu opfern auf dem Weg Allahs subhanahu wa ta'ala? Sollte es noch nichts geben, dann solltest du das schnell ändern. Du hast es jetzt gehört, du weißt es jetzt. Und jetzt solltest du dir überlegen, was kann ich tun? Und sei dir sicher, jeder Einzelne von euch und jeder Einzelne von euch kann etwas tun. Kann diesen Einsatz zeigen. Und keiner, der hier sitzt, darf einfach nur ein Konsument sein. Sondern jeder von euch sollte auch jemand sein, der etwas gibt. Sodass er, insha'Allah ta'ala, unter einer dieser Kategorien fällt. Kommen wir der nächsten Gruppe, welche am jüngsten Tag eine herausragende Stellung haben wird. Und zwar diejenigen, welche ihren Zorn und ihre Wut kontrollieren können. Al-Kazimin al-Ghayz. Allahu Akbar. Dafür gibt es eine extra Kategorie am jüngsten Tag? Ja, eine extra Kategorie am jüngsten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht das auch immer wieder im Koran an. Allah ta'ala, er sagt in Surat Ali Imran, in der Ayah Nummer 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, und wetteifert zur Vergebung eures Herrn. وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُضُ, und einem Paradies so weit wie die Himmel und die Erde. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, vorgesehen für die Gottesfürchtigen. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, jene, welche in guten und schlechten Zeiten spenden. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, und diejenigen, die ihren Zorn kontrollieren können, unterdrücken. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, und jene, welche vergeben. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, und Allah erliebt die Gutestuenden. Das heißt, eine zentrale Eigenschaft der Taqwa ist welche? Dass ich als Muslim meinen Zorn kontrollieren kann. Zornig kann jeder werden. Zorn ist eine Emotion, die jeder Mensch empfindet. Und in bestimmten Situationen ist sogar der Zorn erforderlich. Nämlich immer dann, wenn es für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzürnte in einigen Situationen sogar sehr stark. Aber er hatte sich immer unter was? Er hatte sich immer unter Kontrolle gehabt. Nämlich jedes Mal, wenn eine Grenze von den Grenzen Allahs überschritten wurde, wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam so zornig, dass man es ihm ansehen konnte. Aber hat er jemals seine Kontrolle verloren? Sallallahu alaihi wa sallam? Niemals. Und genau das ist es, worum es geht. Dass wenn ich zornig werde, dass ich mich unter Kontrolle habe. Und dass ich mich durch meinen Zorn und durch meine Wut nicht kontrollieren lasse. Sodass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe und Dinge tue, welche ich im Nachhinein bereue. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns nun aufgezeigt, was diese Person, welche ihren Zorn unter Kontrolle hat, dann am jüngsten Tag bekommen wird. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man kazama ghayzan wa huwa yaqdiru an yunfidhahu, da'ahu Allahu ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyamah. Wer seinen Zorn unterdrückt, obwohl er ihn herauslassen kann, also er kann im Grunde genommen ausrasten, wenn er nicht möchte, der wird am jüngsten Tag vor allen Geschöpfen gerufen, hatta yukhayyirahu fi ayyi al-huri al-'ayni sha', sodass er sich von den Huren ihn aussuchen kann, was er möchte. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auf, dass diejenigen, welche ihren Zorn unter Kontrolle haben, ob Mann oder Frau, eine herausragende Stellung haben werden. Wir haben natürlich immer ausgewählte Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier über etwas spricht, was die Männer betrifft, heißt es nicht, dass die Frauen nicht ebenfalls eine herausragende Stellung haben werden. Nur, wir haben es nicht überliefert. Aber es heißt nicht, dass sie nicht vorhanden ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und wie gesagt, derjenige, der es schafft, seinen Zorn zu kontrollieren, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihm am jüngsten Tag eine herausragende Stellung geben.
Und deswegen sollten wir danach streben. Und das ist in unserem eigenen Sinne. Es kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er sagte, Ya Rasulallah, awsini, o Gesandter Allahs, gib mir einen Ratschlag. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sagte einfach nur zu ihm, La taghdab, zürne nicht. Der Mann wollte noch einen Ratschlag, dachte, das ist kein richtiger Ratschlag. Und der Prophet wiederholte immer wieder, La taghdab, zürne nicht. Weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste, wie gefährlich es ist, wenn man seinen Zorn und seine Wut, diese Emotion, nicht unter Kontrolle hat. Wie viele Ehen brechen auseinander, weil eine der beiden Ehepartner seine Wut nicht unter Kontrolle hat. Wie viele Freundschaften brechen auseinander. Wie viele Grenzen werden überschritten. Ja, wie viele Morde werden begangen, weil eine Person ihre Kontrolle, ihre Wut nicht unter Kontrolle hat. Und dementsprechend muss ich daran arbeiten. Und es ist möglich, daran zu arbeiten. Es ist nicht unmöglich. Ich muss es nur wollen. Ich muss mir einen Plan machen und dann schaffe ich das auch. Mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kommen wir zu der nächsten Eigenschaft, welche dazu führt, dass man am jüngsten Tag eine herausragende Rolle haben wird. Und das ist etwas, was wir vielleicht heute so nicht mehr haben, aber was in der islamischen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat. Nämlich, dass ich einen Sklaven befreie für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier gibt es sehr, sehr viele Überlieferungen von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in der unter anderem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Man a'taqa raqabatan mu'minatan, a'taqa Allahu bi kulli irabin minha iraban minhu minan nar, hatta innahu la yu'taqu bil yad al-yad wa bil rijl al-rijl wa bil farj al-farj, Allahu Akbar. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wer eine gläubige Sklavin, einen gläubigen Sklaven befreit, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala für jeden Körperteil, den er befreit hat, dann am jüngsten Tag auch seinen Körperteil, den er befreit hat, dann vor dem Höllenfeuer befreien. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es wird so sein, dass wenn du eine Hand befreit hast, also auch nur einen Teil eines Sklaven, dazu beigetragen hast, dass er befreit wird, Allah subhanahu wa ta'ala deine Hand vor dem Höllenfeuer befreien wird. Und wenn du einen Fuß befreit hast, Allah subhanahu wa ta'ala einen Fuß befreien wird. Und wenn du ein Geschlechtsteil befreit hast, ja, Allah subhanahu wa ta'ala dein Geschlechtsteil befreien wird vor dem Höllenfeuer. Wie wir gesagt haben, ja, al-jaza'u min jinsi al-amal, die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat, die ich getan habe. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt das ebenfalls in einer anderen Überlieferung, die sind sich eigentlich alle sehr, sehr ähnlich, deswegen brauchen wir sie nicht alle zu erwähnen, aber er bestätigt das immer wieder, dass derjenige, der genau das tut, Allah subhanahu wa ta'ala, ihn dann auch vor dem Höllenfeuer befreien wird. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes. Und zwar, hier wird dann auch nochmal eine weitere Eigenschaft erwähnt. Man bana masjidan liyuzkara Allahu fihi bana Allahu lahu baytan fil jannah. Die Überlieferung kennen wir. Wer eine Moschee errichtet, damit in ihr der Name Allahs erwähnt wird, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala ein Haus im Paradies bauen. Kennen wir. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam. Und wer einen muslimischen Sklaven befreit, so wird dieser Sklave dann am jüngsten Tag sein Freikauf von Jahannam sein. Also er hat sich sozusagen von Jahannam freigekauft. Und jetzt fügt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch eine wichtige Eigenschaft hinzu. Und zwar, وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامِ يَا سَلَامِ. Und wer im Islam grauhaarig wird, für den wird dieses graue, weiße Haar am jüngsten Tag was? Licht sein. Subhanallah. Das ist nochmal eine schöne Eigenschaft. Das heißt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du es schaffst, standhaft zu bleiben, von deiner Jugend an, bis du alt wirst und die ganze Zeit etwas auf dem Wege Allahs tust, bis du schon alt geworden bist, gebrechlich geworden bist, graues Haar bekommen hast, dann werden deine grauen Haare alle am jüngsten Tag Licht sein. Und das ist ein Ansporn für uns.
dass wir standhaft bleiben. Nicht nur einen Teil unseres Lebens auf dem Weg Allahs opfern, sondern wirklich versuchen, bis zum Ende unseres Lebens gefestigt zu bleiben auf dem Weg Allahs. Und auch so von dieser Dunya gehen. Erst vor 2 Tagen ist ein Bruder gestorben, ein Da'iye, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, er ist jetzt medial nicht so bekannt gewesen, er ist eher so in der Region Aachen gewesen, Bonn. Er heißt Sheikh Mutawalli Musa. Das ist ein alter Mann, der sehr viel geleistet hat in der deutschsprachigen Da'wa. Ja, in vielen Moscheen Predigten gehalten hat, Jugendarbeit mit aufgebaut hat. Ja, der vielleicht ja, medial nicht bekannt ist, aber subhanallah, wirklich sein Leben geopfert hat auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala und so zu Allah zurückgekehrt ist. وَلَا نُزَكِّهِ عَلَى اللَّهِ. Natürlich, wir wissen nicht, ja, was Allah subhanahu wa ta'ala annimmt und was er nicht annimmt, aber es ist ein gutes Zeichen. Du siehst das Bild von diesem Mann, ja, was jetzt überall auf Facebook verbreitet wird, ja, und du siehst, es ist ein Mann, der alt geworden ist im Islam. Und das ist etwas, wonach wir streben sollten. Wir sollten danach streben, alt im Islam zu werden. Sodass diese grauen Haare, welche wir im Islam erlangen, durch die Da'wa erlangen, durch unseren Einsatz in den Moscheen erlangen, insha'Allah ta'ala dann am jüngsten Tag ein Licht für uns sein werden. So, was noch? Welche Taten gibt es noch, welche am jüngsten Tag dazu führen werden, dass du eine herausragende Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala hast? Und zwar eine Sache, die gerade für die Brüder interessant ist. Nämlich, dass du ein Muezzin bist. Dass du den Gebetsruf aufrufst, den Adhan. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er über die Muezzinun? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Al-Muezzinuna atwalun nasi a'naqan yawma al-qiyama. Allahu Akbar. Die Muezzinun werden die längsten Hälse am jüngsten Tag haben. Das ist ein Ausdruck dafür, dass du eine herausragende Stellung haben wirst. Du wirst alles überblicken können. Du wirst unter den Menschen herausragen, sodass die Menschen sagen werden, Allahu Akbar, wer ist dieser Mann, dieser großgewachsene Mann? Warum hat er diese Stellung? Und der Grund ist, er hat die Menschen zum Gebet eingeladen. Und deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, den Adhan zu machen in einer Moschee, dann tu das. Wenn du die Möglichkeit hast, pünktlich in der Moschee zu sein, zum Jama'a-Gebet, damit du den Adhan ausrufen kannst, dann ist es eine gewaltige Ehre, nach der du streben solltest. Weil du bist derjenige, der die Menschen einlädt zum Gebet. Du bist derjenige, der die Menschen erinnert an das Gebet. Gibt es eine größere Ehre als das? Es gibt kaum eine größere Ehre als das. Deswegen sollten wir das ebenfalls versuchen, insha'Allah ta'ala, zu tun. Und dann kommen wir, insha'Allah ta'ala, ich glaube, zu der letzten Eigenschaft, nämlich etwas, was uns alle betrifft. Wonach jeder von uns streben kann. Mann, Frau, jung, alt, egal. Und zwar, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, in Sahih Bukhari und von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wird, إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Meine Umma wird am jüngsten Tag gerufen. Und wie werden sie sein? غرا محجلين. Was heißt das غرا محجلين? Das heißt, sie werden ja, hier an ihren Armen und an ihren Füßen und dann an ihren Stirnen werden sie leuchten. Warum? Durch die Spuren des Wudu. Durch die Spuren des Wudu. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird uns genau anhand dieses Lichtes am jüngsten Tag erkennen. Und er sagt in einer Überlieferung sallallahu alaihi wa sallam, dass er Sehnsucht hat. Sehnsucht hat nach seinen Brüdern. Hört euch mal diese schöne Überlieferung an, bei Sahih Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ging zu einer Friedhof und sagte, Assalamu alaikum dara qawmi mu'min. Friede sei auf euch, o Bewohner, ja, dara qawmi mu'min, also Assalamu alaikum sei über die Bewohner dieser sozusagen gläubigen Städte. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun, wir werden euch nachkommen. Und dann sagte der Prophet, das ist gut so. Wa wudit
kuntu anna qatra aina ikhwanana. Ich hätte mir gewünscht, dass wir unsere Brüder kennenlernen und sie sehen. Und dann sagten die Sahaba, ja Rasulallah, awalasna ikhwanak, sind wir nicht deine Brüder? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, antum ashabi, ihr seid meine Gefährten. Ikhwani, ikhwanuna, alladhina lam ya'tu ba'd. Unsere Brüder sind diejenigen, die noch nicht gekommen sind. Die sind noch nicht mal gebucht. Die existieren noch gar nicht. Die kommen später. Und dann sagte die Sahabe, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik, ya Rasulallah? Wie willst du die Leute erkennen, die noch nicht von deiner Ummah gekommen sind? Du kennst sie ja nicht. Du hast sie ja nie kennengelernt. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ Stellt euch mal vor, jemand hat Pferde, welche an ihren Beinen und an ihrer Stirn jeweils weiße Flecken haben. Wird er seine Pferde nicht erkennen inmitten einer Herde, die komplett schwarz ist? Und sie sagten, natürlich, Herr Rasulullah, er wird sie sofort erkennen. Ja, alle anderen Pferde sind schwarz und diese Pferde haben Flecken jeweils, ja, an ihrer Stirn und an ihrem Bein. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. Und sie werden alle genau mit diesen weißen Flecken kommen an ihrer Stirn und an ihren Beinen und Händen und durch das Wudu, und ich werde auf sie warten bei meinem Becken. Subhanallah. Was können wir jetzt machen, damit wir dazugehören? Ganz einfach. Viel Wudu machen. Und zwar gründlich Wudu machen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer seine Ghurra vergrößern kann, der soll das tun. Also nicht nur einfach immer nur bis hier genau, sondern wenn du Wudu machst, mach richtig schön Wudu bis hier oben, damit du noch mehr leuchtest am jüngsten Tag. Sei nicht faul beim Wudu machen. Versuch dein Wudu immer wieder zu erneuern. Es ist eine Ibade. Jedes Mal, wenn du Wudu machst, wäschst du deine Sünden aus deinen Gliedmaßen heraus. Mit dem letzten Tropfen, der von deiner Hand oder von deinem Gesicht heruntertropft, tropft auch die letzte Sünde herab aus deinem Gesicht und aus deinen Händen und aus deinen Füßen. Deswegen seid nicht faul mit Wudu. Macht Wudu, es ist eine gewaltige Ibade. Und es reicht schon aus, dass am jüngsten Tag, inshallah ta'ala, dann diese Gliedmaßen, die wir immer wieder gewaschen haben, auch leuchten werden. Bi'iznillahi azza wa jal. Und uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam somit auch erkennen wird, inshallah ta'ala. Das sind noch einige Eigenschaften gewesen, meine lieben Geschwister, und einige Handlungen, welche am jüngsten Tag dazu führen werden, dass wir eine herausragende Stellung haben werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns all diese Eigenschaften verinnerlichen lassen und auch praktizieren lassen, damit wir es am jüngsten Tag leicht haben werden, damit wir geschützt werden vor der gewaltigen Angst, damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns erkennt und wir im Schatten Allah subhanahu wa ta'ala stehen dürfen. Amin ya Rabbil Alamin.